Hey, komm, lass uns raus. Wir sind jetzt hier in einer alten Schuhfabrik nach Rostleben. Wir, ja, ist alles total runtergekommen, total zerstört. Einsturzgefährdet, hoch 10, also die Nebengebäude 4. Ist auch nicht mehr viel zu retten. Ja, können wir mal schauen. Decke. Die kommt runter. Das dauert nicht mehr lange. So. Das ist alles. Das ist einfach rot. Ja, die nächste Frage sieht er uns. Glaub nicht. Du bist jetzt mal ganz ehrlich, hier wird wahrscheinlich auch aufgeräumt, so wie das aussieht, dass man hier stückweise das Gebäude abträgt. Ja, das war der Haupteingang. Ja, das Problem ist, wir sind genau in der Hauptstraße und wir kennen ja den Kodex. Wachsam bleiben. Genau. Und sich nicht erwischen lassen. Genau, so sieht's aus. Ach, hier geht's in die Halle. Also, ich habe irgendwie ein bisschen mehr erwartet von der Schuhfabrik. Genau. Ich schätze mal, dass es nur Produktionsteile gewesen, wo halt Schuhe produziert wurden und so. Und dass die dann nach der Wende halt eingestellt wurden, die Produktion, wie bei mir, wie bei vielen ostdeutschen Firmen, da ja der Wessi alles aufgekauft hat und da es sie zusehen könnte, wo man mit dem Arsch in der Wand bleibt. Nichts Neues. Echt traurig. Aber hier wurde was gemacht. Wir haben welchen Kopiten gemacht. Nee. Markierungsspray? Ja, doch. Hä? Wir haben keiner gehaust. Wie? Ist da hinten wer? Ist da hinten wer? Nein. Weil, guck mal, hier ist nämlich ein Taschenmesser. Z. Ja, ist ja ziemlich alt, wie es aussieht. Oh,
Guck doch genau in die Ecken. Ey, komm, lass uns raus. Guck doch genau in die Ecken. Also hier ist definitiv einer. Hallo, wir sind es nochmal. Wir mussten leider abbrechen in Rosleben, na, wir bei der alten Schuhfabrik, weil aus dem Grund sich dort Personen befunden haben, wie wir mitbekommen haben, dann oben heraus sind, und auf jeden Fall heißt es ja, Sicherheit geht vor, und wir wissen ja nicht, was für Personen das waren, ob das ja von Wachschutz war oder von Obdachlose waren, weil sich da ja auch viel Zeug von denen befunden hat und so. Und alles ziemlich frisch war. Und aus eigener Sicherheit haben wir dann gesagt, cut. Es ist auch irritierend gewesen, dass da ein Stuhl schon im Container stand. Und da war so ein bisschen... Also alles so neueres, ja. Material halt. Ja, und der gesamte Gerümpel, der von den Decken runtergekommen ist, da war aufgeräumt, da war alles auf einen Stapel. Genau, so für ein Lost Place ist ziemlich kurios. Ich hoffe, ihr nehmt uns das nicht für übel, und wir würden uns trotzdem sehr freuen, wenn ihr weiterhin uns verfolgen tut. Mach bei doch. YouTube oder bei anderen Kanälen. Wir sind überall vertreten. Bis dahin, euch dann noch einen schönen Abend und danke fürs Zusehen. Bye bye.